Ja, Leute, heute geht es in die nächste Runde und heute haben wir Dimitri gegen Gerätezauber Alexis. Ja, Gerätezauber ist natürlich eine interessante Sache und Alexis spielt ironischerweise sogar welche. Aber wie immer, Leute, das Ganze ist ein Best of Three. Bedeutet also, falls ihr sehen wollt, wer das Ganze gewinnen wird, entweder CK Phoenix oder ich, der muss eben rübergehen zu ihm und das Duell zu Ende gucken. Aber jetzt wollen wir uns erstmal nicht das Duell angucken, sondern das Deck. Ja, der gute Dimitri, der hat einige gute Karten, um genau zu sein, eben die Kombination aus Joey und eben Yugi. Und was haben wir hier? Wir haben hier mal Babydrache, wir haben mystischer Elf, wir haben Gazelle, König der mystischen Bestien. Dann haben wir Herboy gerufener Totenkopf, was auch super gut ist. Dunkler Magier, Red Eyes natürlich darf nicht fehlen. Dann hier die zwei kleinen süßen Karten. Dann Küken für Red Eyes. Klar, ist speziell, aber Leute, das sind Anime-Decks, ihr wisst das Ganze. Zeitzauberer, Raigeki, maybe. Dann Hanne, super gute Karte eigentlich. Dann haben wir noch Ninja als Monster, Gilfried, Baphomet. Ja, Leute, ist nicht so gut, aber besser als gar nicht. Dunkle Magier, BLS und Demog, super starke Karten. Und das, die wahre Stärke dieses Decks sind eigentlich die Spells und Traps. Friedrich Schwerter, top. Fusion, okay, na, ist klar, zum Fusionieren. Aber Reborn, sowieso drin, top, sowieso drin. 1000 Messer, ja, mit Dunkle Magier, aber Karten der Heiligkeit, super Anime-Karte. Reinkarnation, wirft unsere Karten ab, können wir wiederbeleben, sehr gut. Spinnennetz, gute Trap. Multiplikator ist jetzt nicht einer der besseren, aber wir haben noch zusätzlich den Würfel, den Sündenbock, Dann haben wir noch hier Angemar durch Finsternis, dann haben wir eben noch die Trap. Dann haben wir Mirror Force, Ring of Destruction, TT, super strong Card. Und dann auch magische Störung und dann eben noch Elfenbox. Ja, wir hätten natürlich noch den anderen Würfel spielen wollen, aber so viel ATK-Veränderung brauchen wir nicht. Wir müssen auf 40 Karten kommen, von daher passt das Ganze. Super gut, sehr solides Deck, sehr stark, vor allem auch mit den zauberfallen Karten. Ich meine, Reißattribut, Ring der Zerstörung, Mirror Force, tipptopp Karten. Und mal gucken, ob wir eben mit diesen Karten gewinnen können. Okay. Formation, ich habe das Deck vom König der Spiele geklaut. Ja, let's gut. Go. Ich besitze auch nicht das Herz der Karten, wie ich sehe. Ah, schön. Schöne Hand, ja. Ich finde das auch wunderschön, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch. Sehr bunt. Ich aktiviere zunächst mal mein Ritualheiligtum. Oh. Die spielt die? Wusste ich gar nicht. Ja. Die ist voll gut, die haben sogar mal in der Meta gespielt. Ja, ich weiß. So ganz früher. Ich werfe Fusion ab und hol mir Cyberengel Benton auf die Hand. Schwach. Wir sind im GX-Anime und du willst nicht fusionieren. Also finde ich schon unerhört hier. Ja, Alexis ist ja, die macht ja mehr Rituale als Fusion. Nee, ist sogar eigentlich echt cool. Nee, ist scheiße. Haben wir so, 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 so. Junge, wieder Paleo oder was? Ja, aber hallo hier. Der okay. Paleo ist am Start hier. Das Spielfeld von dir gibt mir Paleo-Kräfte. Du hast den besonderen Spielfeld-Zauberkarte von dir vergessen. Ich rufe Klickläuferin. Amin, ja, 1-4. So traurig, ich habe einfach keine Monster. Ja, das ist alles bedrohlich dann. Ja, was machst du gegen 1-4? Gar nichts, okay. Nix. Ja, 1-4. Ja, aber du darfst nicht vergessen, diese Schönheit auf dem Eis durchtrennt ihre Gegner durch ihren anmutigen Spaltangriff. Ich weiß nicht, ich finde die Vorstellung von Eiskunft, also hier Schlittschuhen, also das tut schon sehr weh. Ja, das tut schon echt weh. Also weiß nicht, ist eigentlich schon sehr makaber, wenn man das mal so genau nimmt. Eigentlich schon. Okay. Oh. Ey, okay. Justin. Oh mein Gott, und du weißt gar nicht, was dich erwartet. Du weißt gar nicht, was dich erwartet. Ich greife an mit Klingeläuferin. Hä? Ja, das ist ja nix. Ja, wollen wir mal sehen. Und dann mach mal. Hä? Ich dachte, da kommt jetzt voll der krasse Zug. Ja, so langsam brauchen wir ein Monster, ne? Weißt du, findest du? Sag das mal mein Deck, bitte. Ich ziehe eine Karte. Mhm.
Ah, das sieht doch wunderbar aus, okay. Mhm. Ich benutze den Effekt von Ritualheiligtum. Mhm, mhm. Und ich werfe meine Ritualwaffe ab. Ich aktiviere mystische Rantefon. Damit hast du effektiv minus 1 gemacht. Damit kann ich leben. Ich auch. Weil jetzt kommt nicht irgendwelche krasse Ritual abgespacede plus Jahrhunderts-Kombo. Dann greife ich mit Klingenläuferin an. Ich werd echt gespalten von der, Alter. Was ist das denn hier? Einfach 1-4. Du kommst nicht drüber. Das ist geil. Ja, aber weißt du, was das mal geil ist? Topf der Gier. Fair enough. Das lässt mich... Ey, das Spiel sagt auch, heute ist nicht dein Tag, du. Heute sagt... Alter, ich spiele 20 Monster oder so. Wie kann das denn sein? Ich rufe Etoile Cyber. Wenn ich jetzt fusionieren, dann kann ich fusionieren. Reißer-Tribut. Ja, das war klar. Es macht einfach minus 3 bei dir, minus 1 bei mir, plus 2. Ich bin in Führung. Ja. Und jetzt zum richtigen Moment kommt natürlich auch das Monster. Ich habe natürlich das stärkste Monster mein Deck gezogen. Gazelle, König der mystischen Bestien. Battlefield Attack. Okay. Jetzt drehen wir den Spieß um, nämlich. So ein Ding ist das. So. Und jetzt kommt Evil Match. Naja, nicht ganz. So, ich hole mir die Kontrolle langsam, was ich jetzt zurück. Ich spiele ein Monster verdeckt und du bist. Wenn ich wüsste, wie viel Defense deine Monster alle haben. Gute Frage. Ah. Zu meiner Hand wird halt. Egal, ich gehe jetzt rein, Battleface Decke. Okay. Ja, Stärke. Das war's mit Cybertütü. Also, deine Namen sind auch eine 10 von 10. Finde ich auch. Wo ich dachte, früher als Kind würde ich das Cybertütü zu Cyberdrain gehören. Ja, ich auch. Okay, Set 1. Ja, ich sagte euch, dreh den Spieß um. So ist das nämlich hier. Du hast gelacht über 1-4, dann lach mal über 1-5. Ja. Battleface Attack. Bumm. Das ist so lustig, ne? Ich hab so viele Karten und es ist einfach so scheiße. Es ist so bescheiden hier, die Hand. Okay. Jetzt wird's interessant. Oh, jetzt kommt's. Ich aktiviere Opferlamm. Oh! Aber du darfst an den Zug nichts machen, oder? Ich darf immer noch setzen. Oh, das ist strong. That's very strong. Ja. Jetzt setzt er auch noch, oder was? Ja, ich opfere meine beiden Opferlämmer. Nein! Nein! Und spiele ein Monster. Nein! Und du bist. Nein! Oh mein Gott, das ist jetzt... Ich lasse es drauf ankommen, mein Lieber. Welches Tributmonster ist stärker? Das ist interessant. Dabei das ist jetzt sehr interessant. Totenkopf. Battleface. Oh mein Gott, bitte. Sei stärker. Also, da ich weiß, dass du über den einen oder anderen Würfel verfügst, ja, muss ich das hier zur Sicherheit machen. Ah, oh. Was liegt da denn da? Oh, Leistrache! What? Während des Spiels mit dem beliebigen Spieler, wenn ein Zauber noch Feinheit aktiviert wird, der diese Karte ziehe, wird ein Lied aktiviert und falls du dies tust, zerstöre sie. Wenn ein anderes offene Monster kontrollierst, als sie für einen Feind führt. Der ist huge! Der ist huge, ja, das stimmt. Der ist. Das ist ein Problem. Problem. Das ist wirklich ein Problem. Oh, das ist ein Riesenproblem an dieser Stelle. Mhm. Ja, egal. Ich vertraue auf meine Setcards. Bei den wenigen, die ich habe.
Genau das wollte ich hören. Was? Nein. Oh mein Gott. Was? Oh mein Happy, wart, was? Gott. Ich switche Weißer Nachtdrache in den Angriffsmodus. Ja. Und ich aktiviere Weißer Schleier. Nein, was macht die? Solange Asko Cam. Was? Nein. Was? 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 Der annulliert die erste Aktivierung! Nein! Ja! Was macht die überhaupt? Der annulliert diese. Was? Jetzt krieg ich 3000 Schaden! Was? No way. Was? Nein. Achso, okay, weil sie nicht auf dem Feld lag. Was? Ey, der hätte für mich den Zauber und Feind zerstört! Ich glaube, Alexis, wir müssen noch was über Gerätezauberkarten lernen. Tatsache. Ey, oh Mann. Nein. Oh mein Gott. Zeit. Das wäre so strong gewesen. Ey, das wäre einfach Flederwisch gewesen. Ich kack ab. Nein, warum annulliert der das denn? Ja, weil Ausrüstungskarten auch targeten. Nein. Oh du, ich bin ziemlich happy über die Situation gerade. Oh, das kann nicht sein. Oh mein Gott, das war so ein Fail. Oh mein Gott, oh, das verkrafte ich nicht. Oh nein. Oh, ich kann doch jetzt nicht angreifen, da liegt doch Safe-Spiegelkraft. Hä, der ist nicht Monster Terminal Targeting, das ist sau unfair. Ja, aber... Also. Hey. Ja, let's go! Hä? Oh, das ist jetzt aber. Oh, das ist jetzt. Na, was liegt denn da? Ja. Das war's mit deiner Ninja Lady. Leider war. Aber du vergisst etwas. Was denn? Das ist ein Monster-Angriffsmodus. Das stimmt. Das heißt, wenn er auf den Totenkopf hat, leichtes Spiel. Und vielleicht, ja, zieh ich auch mal ein Monster. So. Es tut mir leid für dich, wirklich. Aber es ist genug gespielt mit dem Essen. Okay. Ich aktiviere Monster-Regeneration. Oh nein. Und ich werfe mein dunkle Magier des Chaos ab. Oh nein. Ich nehme mein Gesell. Was denkst du, was kommt? Ich weiß nicht, wo dein Problem liegt. Ich aktiviere Monster Reanimation! Ach, lass liegen! Nix, da lass ich liegen. Dieses heilige Relikt holt mir mein dunkle Magier des Chaos wieder. Oh nein. Außerdem kann ich ein weiteres Monster beschwören. Battleface. Attacke. Boom. Weg damit. Boom. Weg damit. Boom. Mainphase 2. Endphase. Aktiviert sich besondere Fähigkeit meines dunklen Magiers. Sie erlaubt es mir, die Topf der Gier wieder zu holen. So, mach deinen letzten Zug, Alexis. Digga, ey, ich hatte... Ey, Junge, warum... So annulliert der meine eigene Karte, meine Fresse, ich kann nichts machen. Ist halt eine alte Karte. So, ich aktiviere jetzt extra Topf der Gier nicht, damit der Counter nicht höher geht. Battleface! Beiruf der Totenkopf, Angriff! Dunkler Magis Cards, direkt werde das Duell Attacke! Nein! Oh Mann. Also bisher hatten wir noch nicht so ikonische Charaktere. Okay, Jubel, safe, aber wir wollen was richtig ikonisches. Let's rip! Und wir haben. Und? Oh! Ey, ich hab es gejinxt. Es reimt sich auf Jumi Schnucki oder wie heißt das? auf Yumi, nein, keine Ahnung, Jane Mann aus dem Manga. So, Schmaiden Schmuki. Oh, okay. Schmaiden Schmuki. Oh ja, da haben wir einen ziemlich guten Charakter erwischt. Der ein oder andere weiß vielleicht nicht, was der Unterschied ist zwischen Jaden Anime und Jaden Manga. Aber das werdet ihr nächste Woche erfahren. Was ihr ebenfalls erfahren könnt, ist, wer das Best of 3 diese Woche gewonnen hat. Einfach rübergehen zu CK Phoenix. Ist auch in der Endcard verlinkt. Und ich würde sagen,
das war's von mir und ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.